ändern. Was geht nun? Ja, da sich Herr der Ringe online ein bisschen verspätet. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich habe drei Spiele für mich ja jetzt quasi so rausgesucht. Wären halt Witcher 1, Risen 1 und Final Fantasy 3. Würde ich jetzt noch was anfangen wollen. Von. Je nachdem, wo das Interesse natürlich größer ist. Bin für Witcher oder Risen. okay, ja gut, dann. Dann wäre die Mehrheit Witcher. Vielleicht lerne ich da endlich mal, wie man Tränke braut. Gut. Dann. Einmal kurz den Titel ändern. Und das ändern. Perfekt. Ja, einmal starten. Wir haben doch mal zusammen begonnen. Echt? Haben wir? Wenn jetzt das Bild noch einmal. So. So. Perfekt. Ja, wo die Serie. Ach! Ja, stimmt. Stimmt. Stimmt, jetzt. Ich habe auch wieder Bock auf die Serie. Müsste die noch mal neu gucken. His name was Geralt of Rivia. He was a witcher, a professional monster slayer, an unusual contract to lift the curse that held a monarch's daughter. It was enough to spend the night with the princess, dusk till dawn. If only she were not a deadly beast, a Strigga. The traitor responsible for the curse became the bait. Das Dorf Stardew Valley, ja, habe ich auch. Das besitze ich ebenfalls. Gott, ich habe so viele Spiele, ich weiß gar nicht, wann ich die jemand spielen soll, alle. Andere haben Probleme mit Schuhen oder sonstiges. Ich habe ein Spielproblem. Ich habe viel zu viele und viel zu wenig Zeit. Allein bei Steam habe ich fast 700 Spiele, glaube ich. Ich weiß, ich bin krank. Ich habe ein echt großes Problem. Aber dieses Sales, das bietet sich das immer an. Das könnte man dann zusammenzocken, wenn du Lust hast. Aber es auch. Klar, gerne. Habe ich nicht spielen. Ich kenn das Spiel überhaupt nicht. Ich habe das mal bei einigen YouTubern und Streamern mal gesehen, aber selber gespielt bisher noch gar nicht. Ich glaube, damals, als es noch nur auf Englisch war, da habe ich es kurz gespielt. Da mein Englisch aber unter aller Sau ist, habe ich es dann ganz schnell sein lassen. Aber jetzt ist es ja mittlerweile auch auf Deutsch, glaube ich. Unter welchem Namen kann ich bei Steam finden? Einfach Daria LP. Müsste man mich eigentlich finden. Der ist eigentlich überall gleich. Ich finde die Szene so cool.
Besser als in der Serie. Ja. Na, ich find eigentlich beides gleich gut. Am geilsten fand ich es in den Büchern. Oder in dem Buch, das ich auch schon gelesen habe. Von der Vorgeschichte. Das war am geilsten, aber so finde ich, haben sie es echt gut hingekriegt. Ich weiß gar nicht, von wann das Spiel ist. Müsste mal nachgucken. Wann der erste Teil ist. Anscheinend. Okay. Und habe ich schon. Supi. Dann gucke ich später mal nach. Ich lese nur Bilderbücher. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und das weiß ich auch, dass das nicht stimmt. Nur für Bilderbücher hättest du mehr Zeit. Die hat bestimmt Mundgeruch. Guck mir in die Augen, Kleines. Hat er gerade Buh gemacht? Gravely wounded, the Witcher lifted the curse and gained fame. The world changed with the coming of the Great War, the time of the sword and axe, the time of disdain. Geralt of Rivia disappeared, all but forgotten. But that's another story. Sprachausgabe. Stellen wir dann doch mal auf Deutsch. Ja, ich habe mich eben schon gewundert, warum das auf Englisch ist. Ja, ist da. Endlich. Welche Spiele habe ich irgendwie leider nie gezockt. Also den ersten habe ich letztes Jahr zum allerersten Mal durchgespielt.
Und den dritten hatte ich irgendwann mal angefangen zu Let's Playen. Da war mein PC aber zu schlecht für damals. Da hat mein PC irgendwann gesagt so, nee, will ich nicht mehr. Sieh zu, wie du das Spiel spielst, aber nicht mit mir. Und ja. Dann habe ich mir letztes Jahr gedacht, okay, Let's Play ich den ersten. Und ja. Da ich Witcher aber jetzt so, ich bin irgendwie so im Bann gezogen worden. Von den Büchern, von der Serie. Ach, das ist einfach nur geil. Ich lieb's. Du. Ja, wir spielen erstmal das Hauptspiel. Spielen The Witcher, schreifen sie durch finstere Welt, in der es weder gut noch böse gibt. Ja. Ach ja, Also ich weiß, dass ich es beim letzten Mal auf Mittel gespielt habe. Den Fehler werde ich nicht nochmal tun. Es gibt da nämlich so den einen oder anderen in wirklich sehr unfaire Momente. Nein. Ich spiele sonst immer auf normal, aber nicht bei diesem Spiel. Da weigere ich mich mittlerweile. Und vielleicht verstehe ich dann endlich die Alchemie. Weil die Alchemie habe ich nie verstanden. Ich hab's gegen Ende habe ich dann endlich herausgefunden, ah, so macht man Tränke. Und da war es eigentlich schon fast zu spät. So, vorzugsweise Maus, wie dir gehen, schlecht zu steuern. Tonmaus-Steuerung. Ja, bitte etwas für Tonmaus. Wäre Zucker. Und ich hoffe, die GOG-Version hat nicht so viele Abstürze wie die Steam-Version. Das wäre zu wünschen. Die Steam-Version ist damals im abgestorben. 5 Jahre lang leckten die nördlichen Königreiche nach dem Krieg ihre Wunden. Seuchen und Hungersnöte wüteten und unzählige fielen ihnen zum Opfer. Einige wenige überlebende Elfen- und Zwergeneinheiten suchten Zuflucht in den Wäldern, wo sie sich zum letzten verzweifelten Kampf rüsteten. Abscheuliche Bestien beherrschten die Wälder, Straßen und einstigen Schlachtfelder. In Dörfern und Ortschaften fragten sich die Menschen, was mit den Hexern geschehen war. Die blauen Berge im Norden von Kettwin. Das Jahr 1270. 5 Jahre nach dem Großen Krieg. Alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ihr gewesen seid, aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid. Ihr seht allerdings aus, als wärt ihr gerade dem Grab entstiegen. Ich erinnere mich an nichts. Wir können uns später darüber unterhalten. Wir nähern uns Kaer Morhen.
Wir sind da. Leo, holt Triss. Eure Tage sind gezählt, Hexer. Genießt die Zeit, die euch noch bleibt. Nein, ihr habt die Parade vergessen. Ich sage es nochmal, auf eine Drehung folgt immer eine Kreuzparade. Immer. Kaum 2 Tage ist es her, seit sie euch gefunden haben. Ich verdanke euch meine Genesung. Danke, Triss. Erinnert ihr euch an was? An kaum etwas. Da unten. Ich kenne die Bewegung. Drehung, Parade, Schlag. Ich fühle eine Art Verbundenheit, wenn wir uns unterhalten. Ich weiß, ihr wart wichtig für mich. Geralt, wir... Ich muss nachdenken. Die Zeit vergeht langsam in Kaer Morhen. Ha! Geschafft! Nicht schlecht. Ruht euch aus. Was denkt ihr, Geralt? Ist er bereit für den Pfad? Wartet auf die anderen! Er ist allein. Der Professor gibt uns 50 Orens für jede getötete Missgeburt. Er gehört mir. Vesemir, wir haben Gesellschaft. Von den Trainingspuppen. Geht ja schon gut los hier. Bewegt den Cursor über das Schwert und links klickt, um es zu verwenden. Linksklick auf einen Feind, um ihn anzugreifen. Ja, stimmt, ja, das ist jetzt wieder diese gewöhnungsbedürftige Steuerung hier. Mein Vorteil ist nicht, weil ich weiß, was ich machen muss. Huch. Ich muss nur die Mods runterstellen. Was geht denn besser? Maus bloß nicht umkehren. Perfekt. Wie geht es euch? Gut. Weiß jemand, wer die Eindringlinge sind? Gewöhnliche Banditen würden Kaer Morhen niemals angreifen. Das wissen wir, Merigold. Vielleicht könntet ihr eure berühmte Magie zu Hilfe nehmen. Zu gegebener Zeit, Lambert. Genug. Wir müssen die anderen möglichen Durchgänge überprüfen. In den oberen Innenhof. Im Über-die-Schulter-Modus bewegt ihr euch mit dieser Taste W als G. Bewegt die Maus, um die Kamera zu rotieren. Ja, okay. So sollten wir hinfliegen. Die Maus passt jetzt. Was geht hier vor? Sie versuchen, durch das Tor zu brechen. Ohne Rambok werden sie das nicht schaffen. Wieder. Stimmt. Verdammt, was ist das? Ein Furchtbringer, eine grauenhafte Bestie.
Ja, so sieht's doch aus. Zavala, ich kenne ihn. Ein Magier, ebenso ehrgeizig wie wahnsinnig. Sie kommen hier rauf. Macht euch bereit. Da sind noch mehr. Sie dringen in den oberen Innenhof ein. Der mit der Brille ist der Professor, ein Auftragsmörder. Ich spüre Magie. Sie haben einen Zauberer bei sich. Professor, ihr kennt den Weg. Beeilung. Der Professor wird in Redanien, Temerien und Kaedwen gesucht. Er ist ein echtes Schwein. Den Zauberer kenne ich nicht. Merigold, ich interessiere mich mehr dafür, ob ihr Savola unschädlich machen könnt. Der Rest ist Hexerarbeit. Ich versuch's. Sie kommen. Der Furchtbringer ist sehr gefährlich, aber empfindlich für laute Geräusche. Die Glocken im oberen Innenhof! Genau. Eskel, Lambert, ihr helft mir, den Furchtbringer und die Banditen aufzuhalten. Leo, ihr bleibt hinter uns. Geralt, ihr öffnet das Tor zum oberen Innenhof. Wenn wir da sind, kann Triss Savola und sein Schoßtierchen aufhalten, während wir uns um den Professor und den unbekannten Magier kümmern. Ich lass mir was einfallen. Los, wir versuchen es. Lasst sie hier ein wenig bluten, ehe wir uns zurückziehen. Geralt, folgt der Mauer und brecht zum Turm durch. Da gibt es einen Durchgang zum oberen Innenhof. Allein? Es sind nur Banditen, auch wenn einer möglicherweise berüchtigt ist. Ihr müsst das Tor öffnen. Wir warten. Viel Glück, Wolf. Folgt die Minikartenmarkierung, um ein Questziel zu finden. Ja. Aber... wenn es zu leise sein sollte, könnt ihr das gerne sagen. Aber bei mir habe ich es selber auch schon runtergedreht. Mit guter Sprache kann ich nicht leise, aber mir dröhnen schon die Ohren. Aha. Jetzt aber. Hörchen. Verkettet euer Angriff, um Feinde effektiver zu töten. Linksklick nur dann, wenn der Cursor sich in ein flammendes Schwert verwandelt. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich beim allerersten Mal spielen mit dieser Kampfsteuerung klarkam. Ich glaube, irgendwann beim zweiten Kapitel habe ich es dann auch mal hingekriegt. Zweites oder drittes? Relativ spät im Spiel erst. Legt euch mit mir an und ihr sterbt. Nein, das glaube ich nicht. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurde. So. Die Kämpfe sind Gott sei Dank noch recht einfach. So. Hier ist keiner mehr. Wobei gleich auch noch andere Kampftechniken hinzukommen. Wo ich allerdings immer noch durcheinander komme. Des öfteren Mal. Weil es dann halt auch kleinere Gegner gibt. Legt euch mit dann größere und dann halt. Ich glaube Gruppenangriff oder was das war. Wo kann man? Nee, hier kann man doch nicht ran. Runter und ja, wenn ja, komme ich wieder raus. Nein, okay. War ein Versuch wert. In dem Spiel hier ist es noch nicht so, dass man an alle Kisten ran darf. Benutze den schnellen Kampfstil, um agile Gegner zu bekämpfen. Wechselt in diesem Stil durch Linksklick auf das Katzensymbol, nur indem ihr X drückt. Okay.
geladen. Damit werde ich immer wieder durcheinander kommen. Ciao. Benutze den starken Kampfstil, um größere gepanzerte Gegner zu bezwingen. Wechsel den Dienststil durch Linksklick auf das Wolfssymbol oder indem ihr Y drückt. Ich lass euch quieken! Ich glaube nicht, nein. Drücke Leertaste, um den Pause-Modus zu aktivieren. Ja, das sieht denn hier so aus. Hier könnten wir dann auch den Kampfstil ändern. So, wir brauchen gleich beide. Hier kann man dann später auch die Zauber da auswählen. Legt euch mit mir an! Ich versuche das aber relativ oft mit den normalen Tasten zu machen. Was war das jetzt? Das Y, ne? Ja. Stimmt, das haben wir ja noch nicht. Hier geht's nicht weiter. Mir nach. Zurück zu Savola.